Hallo Freunde. So, jetzt einmal tief durchatmen. Ich habe gestern eine Geschichte bei Facebook gepostet. Und dann ging es richtig heiß her. Jessie? Platz. Platz. Super. Da ging es richtig heiß her. Ich habe die Kommentare jetzt gelöscht, weil die Damen oder zwei Damen waren es, die wurden nachher mit ziemlich unverschämt mit hast du gesoffen, ist ja auch egal. Ich versuche es mal zu erklären. Wenn ich Geschichten schreibe, und das wisst ihr von meinen Büchern, und der liebe Freund, mein lieber Freund Hans-Jörg Windesdörfer hat es in dem Vorwort zum dritten Band recht nett geschrieben, dass die Essenz oder das, was ich vermitteln möchte, ganz oft zwischen den Zeilen steht. Ja? Wir haben gestern eine Situation gehabt hier im Wald. Ich hoffe, das geht, weil ich musste die Kamera jetzt ein bisschen auf Weitwinkel einstellen. Deswegen wirkt es jetzt wahrscheinlich größer, als es eigentlich ist, dass wir einem älteren Herrn begegnet sind, den wir kennen. Also kennen ist zu viel gesagt. Wir wissen, dass er älter ist und wir wissen auch, dass er seinen Boxer nicht im Griff hat. Und ihn auch nicht kurz führt. So habe ich es auch in der Geschichte geschrieben. Ja? Das heißt, der Boxer kam uns, dieser Mann kam uns von dieser hier entgegen. Ja? Jessie, Platz. Komm mal her, mein Mädchen. Ich brauche dich. Komm mal her. Platz. Super. Machen wir es andersrum. Bleib. Und der kam uns also hier entgegen, lief hier mit einer 2-Meter-Leine, die ich jetzt hier ausgelegt habe, bis da, wo Jessie liegt. Ich weiß, dass dieser Hund, dieser Boxer ziemlich aggressiv ist. Ob er nur leinenaggressiv ist oder direkt draufgehen würde, weiß ich nicht. Ich will es auch wirklich, ehrlich gesagt, nicht ausprobieren. Also, Situation folgende. Mann kommt uns entgegen. Er hat die 2-Meter-Leine wirklich komplett ausgefahren. Er hält den Hund auch nicht kurz. Ja? Er führt den Hund auch nicht auf der abgewandten Seite, sondern führte ihn auf dieser Seite. Was habe ich gemacht? Ganz einfach. Ja, natürlich kann ich mit meinen Hunden an ihm vorbeilaufen. Aber sorry, ich muss den Hund auch nicht bei mir in der Wade kleben haben auf diesem schmalen Weg hier. Also 2 Meter Leine. Jetzt passiert Folgendes. Die Boxerhündin zieht und der Arm des Mannes geht natürlich nach vorne. Das heißt, wir haben nochmal ein Momentum von 1 Meter. Jetzt haben wir hier eine 2-Meter-Leine auf dem Boden liegen. Jetzt lege ich nochmal gut 1 Meter da dran. In etwa haben wir das hier. Diese Situation jetzt. Ne? Mann steht hier vorne, Leine und die Boxerhündin kam bis hier. Da ist der Busch, da sind die Dornen, in die ich mich dann verdrückt habe mit meinen Hunden. So, ihr seht, es ist relativ wenig Platz da. Und jetzt hat die eine Dame geschrieben, ich hätte meine Hunde nicht im Griff gehabt. Ja? Und ihr Rat wäre, überhaupt nicht mit 2 Hunden spazieren zu gehen. Warum auch? Ne? Weil sie hat 6 Hunde, sie kann mit 6 auch nicht spazieren gehen. Warum ich dann mit 2 gleichzeitig spazieren gehen? Und das nächste ist, ich solle meine Hunde, Achtung, ablegen. Das heißt, ich komme in eine Situation, wo mir ein aggressiver Hund entgegenspringt über eine Länge von 3 Metern. Er springt mir entgegen. Ich habe nur diesen Mini-Platz hier, den ihr sehen könnt. Und ich soll meine Hunde ablegen. Das heißt, ich mache meine Hunde gegenüber einem aggressiven, großen Hund. Die Boxerhündin ist ja jetzt auch nicht gerade klein. Kleiner. Das heißt, ich erniedrige meine Hunde, mache sie klein und lasse den Angriff gewähren. Das kann doch nicht sein. Ich bin also aus Rücksicht vor diesem Mann, weil ich ja weiß, wie er ist. Jede Situation, jede Begegnung mit anderen Menschen, Hunden ist immer unterschiedlich. Ne? Habe ich also Platz gemacht. Das heißt, ich habe meine Hunde genommen und bin hier in diese Hecke reingegangen. So. Und hier in dieses Dornenfeld rein und habe mich quasi in Sicherheit gebracht. Aber ich habe Platz geschaffen zu dem Hund. Und ihr könnt sehen, es ist nicht viel. Es ist ein halber Meter. Mehr Platz ist hier überhaupt nicht dazwischen. In der Hoffnung, dass der Hund an uns vorbeiläuft und dass die Situation schnell geht. Das heißt, ich habe dem Mann den Platz gegeben, den er braucht, um... Meine Hunde habe ich dann am Geschirr, am Griff, Alter, ich darf,
hier festgehalten. Warum ich sie festgehalten habe, damit ganz einfach, wenn die Boxerhündin nach vorne schießt, meine Hunde nicht in eine Verteidigungssituation kommen und auch angreifen wollen oder verteidigen wollen, sondern habe sie hier einfach festgehalten. Oh, und es nervt mich, es ist so mühsam, sich mit solchen Leuten auseinanderzusetzen, die immer alles besser wissen, die Situation nicht kennen und ach, fürchterlich. Liebe Leute, das war jetzt eine lange Geschichte, ein langer Text zu einer kurzen Geschichte durch den Blödsinn vieler Menschen. Ja, hallo Raketchen, hallo mein Schatz, Süße. Und, oh, Mann, bei meinem Vater hing mal so ein schönes Schild in der Firma. Vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten. Ich muss nicht immer alles kommentieren, was bei Facebook geschrieben wird. Wenn ich das machen würde, ich würde den ganzen Tag nur am Kommentieren. Lasst es doch mal so, lasst doch auch mal die Situation so stehen. Die Tage waren auch wieder mit dem, wo einer ein Maulkorb-Training mit einem jungen Hund gemacht hat. Jo, der Maulkorb war viel zu groß, weil der Maulkorb eben für einen wachsenden Hund war. Aber es ging doch nur um das Training, dass der Hund lernt, das Leckerchen aus dem Maulkorb zu nehmen, dass Maulkörbe nicht scheiße sind. Wow, da gab es auch direkt teilweise wieder Shitstorm. Also ehrlich, einfach mal nachdenken und nicht immer alles sofort kommentieren und immer daran denken. Jede Situation, jede Hundebegegnung, jeder Mensch, jeder Hund, es ist immer alles anders. Ja, also in diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, macht tolle Spaziergänge mit eurem Hund und lauft mit Voraussicht. Und wenn Scheißsituationen sind, es ist keine Schande, einfach mal aus dem Weg gehen, wenn man weiß, dass der andere seinen Hund nicht im Griff hat. Oder wenn man selber weiß, dass man seine Hunde nicht im Griff hat. So wie die Dame geschrieben hat, dass ich meine Hunde nicht im Griff habe, weil ich zur Seite gegangen bin. Jo, ich bin ein Feigling. Ja, also, in diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende euch allen. Bis bald. Tschüss.